Jäger, ich bin die Julia Metz. Ich habe ökologische Landwirtschaft studiert und bin jetzt seit ca. 9 Jahren hier als Betriebsleiterin tätig. Wir sind eine Einrichtung für sucht- und psychisch kranke Menschen und arbeiten hier unter anderem mit der Landwirtschaft, um an ihrer Gesundung beizutragen. Wir haben rund 45 Kühe der Rasse Rotes Höhenvieh, weil die super gute Inhaltsstoffe in der Milch haben. Wir produzieren Rohmilchkäse. Wir holen die morgens zum Melken von der Weide runter, dann kommen sie zu uns in den Melkstand, werden gemolken und dann warten sie erstmal noch im Stall, kriegen dort Heu zugefüttert. Wir haben eine reine Heufütterung, das ist für unseren Käse ganz wichtig. Wenn wir morgens mit Melken anfangen, kommt eigentlich auch die Käserei dazu und die holen unsere Milch gleich rüber, die frisch gemolkene Milch. Die wird dann mit einer Kultur versetzt. Danach, nach einer Zeit, wird noch Lab hinzugefügt, damit die Milch quasi dick wird. Muss dann einen Moment ruhen. Der sogenannte Bruch wird dann geschnitten, dann tritt die Molke quasi aus dem Käse raus. Die Molke wird dann abgelassen, damit füttern wir unsere Schweine. Dann wird der Käsebruch quasi in Formen abgefüllt. Die restliche Molke wird dann noch rausgepresst, das passiert in mehreren Schritten. Und nach 24 Stunden kommt dann quasi der Käsebruch aus den Formen heraus und wird in den Käsekeller gebracht, wo der Käse in ein Salzbad gelegt wird. Und wenn der Käse aus dem Salzbad rauskommt, wird dann auf die Käsebretter im Käsekeller gelegt und wird dort dann gepflegt. Nach 6 bis 8 Wochen, je nach Sorte, ist der Käse reif und kann dann vermarktet werden. Unseren Käse vermarkten wir zu 80% an Tegut. Und der Rest geht unter anderem an unsere Hofverteilerstelle. Da können unsere Leute, die hier wohnen, und auch die Mitarbeiter einkaufen. Die wilde Kuh gibt es jetzt seit ca. 3 Jahren. Und die Idee dahinter war eben auch, um diese Regionalität hier zu fördern. Wir freuen uns, dass wir Teil vom Vogelsberg Original sind und unsere regional hergestellten Produkte über Vogelsberg Original auch vermarkten dürfen.